Hennen sollten drin sein. Ihre winzigen Lungen sind gegen die Sporen nicht geschaffen. Oh. Das wird dann wohl Miri sein. Does the world have to end for you to come and visit me? Miri jokes at her younger sister, her sarcasm masking her disappointment. Miri tries to reach through and speaks earnestly. It's nice to see you, Mor. I missed you. And she asks Mor to come in for stew. Na sicher doch. But as if unjustly charged for a crime, Mor defends herself, pushing Miri away. I only came to make sure that you're doing okay. Miri nods. She spent all morning trying to bring her animals inside. She reaches out once more to Mor. I can help you. I'll get ready and I'll come too. No, Mor cuts her Nicht. Off. Oh, I'm schade. Quicker without you tagging along. I got this. You take care of your chickens. They used to be our chickens. Miri snaps in frustration. You used to care. What even am I to you? For Mor, it's just another confrontation on the island's surface. Another angry outburst from her irate sister, making Mor long for the calm and dark below. But for Miri, it is one Mor ill-fated attempt to get her sister back. If you leave now, I won't be here when you get back. I mean it this time. Komm, lass uns doch. Lass uns wieder zueinander finden. Geh weiter und reaktiviere die. Okay, wir können uns nicht anfreunden. Wir können die Freundschaft nicht zurückgewinnen. Geschwisterliebe. The rust bucket of a bath. But it was still preferable to cutting your feet on the rocky beach again. Okay. Weiter einholen. Miri retrained herself to play the cello after the fungus ate her arm. Mor never found the right moment to say how impressed she was. Aha, 5 von 9. Hier ist gleich die nächste. Mor remembers watching the stars streak across the sky. Miri's face lit by the moonlight, full of wonder. Both wrapped up warm in their duvets, their shared silence saying everything they needed. Sehr schön. Ja, hier in dem Haus sind natürlich alten Wohnhaus sind einige. Miri prefers her tea dark and bitter to wake her in the early hours. Mor would much rather sleep in and stuff herself with the sugary walnut cookies. Okay. Weitere Erinnerungen. Mor and Miri had a system for the beds, but now Miri always sleeps on the top bunk. Aha. Dann mal wieder runter. Zieh hinaus. Alles klar. Die sollten drin sein. Zwischen denen ist alles gesagt. Also weiter hier.
Was haben wir denn da? That one is Fridolin, Moore recalls. The one that runs away. Aha, können wir ihn irgendwie anfangen? Meeresexperimente. Ich kann noch nicht weit kommen. Ein paar morbide Kuriositäten. Okay. Hinterher dem Huhn. Schreien was zurück. Oh, eine letzte Erinnerung hier auf dieser Insel. Die neunte. Augenschaft freischaltet. Entwichen. Ah, okay. Sehr schön. Der auf einer versteckten Errungenschaften. Fridolin will escape again. But he just needs his own space. Moore can sympathize with that. Nein, von neuen. Augenschaft freigeschafft. Freischaltet Erinnerung an die Heimat. An Heimar. Achso, an Heimar. So heißt die Insel hier. Ja, sehr schön. Der Heimat. Okay, wie kommen wir da hoch? Mit dem Huhn. Wahrscheinlich. Okay, wir müssen Lufterfrischer finden. Wir müssen dann wohl irgendwo hier sein. Auf jeden Fall wollen wir hier lang. Um die Switch zeigt uns an, dass wir hier lang wollen. Okay, ein wenig Wald. Okay. Was geschieht? Gehen wir wieder ein Brot oder was? Aha. Insel verlassen wollen wir jetzt wohl. Die lassen wir erstmal. Überlassen wir dem Schicksal. Nichts reparieren. Naja. Und weiter geht's über den großen Ozean. I won't be here when you come back. I'll leave you on this forsaken piece of rock. How many times has Miri threatened to disappear, not once going through with her word? She always comes around in the end. Und weiter tief hinein in den Nebel. Oha, da gibt es einiges zu reparieren. Die Arme im Ruhe. Dem Nebel völlig ausgeliefert. Den Nebel ausgeliefert. Aber irgendjemand muss ja hier. Oh, eine Lunge.
Irgendjemand muss ja hier die Luft reinigen. Irgendjemand muss ja dafür sorgen. Okay, sind wir wieder zu Fuß unterwegs? Oder was? For a moment, Moore regrets not going back to get her mask. But she's never been one for moving backwards. Even in this vision, conjured by the fungus in her lungs, the way out is forward. Eine kleine Vision, eine kleine Fantasie, ja, ne? Ein Fluss durch die Pilze. Wahrscheinlich eher. Dann suchen wir sie mal. Da ist die Koralle. Und das ist der Fisch. Okay, wir kommen mal dichter unten. Dann kommen wir an den Fisch hier ran. Vielleicht beginnt es ja was, das mitzunehmen. Okay. Kommen wir da runter. Okay. Nicht hin. Das ist das Ding. Soll ich denn zu der Änderung hier runterkommen? Verstehe ich gar nicht das Rätsel. Nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade tun soll. In die Erinnerung komme ich nicht mehr ran. Weiß ich gerade auch nicht, wie das jetzt hier weitergehen soll. Ich fange eine kleine Vision.
Hier nicht. Jetzt nur wieder in die Dunkelheit. Okay. Schreibe ich mal eine kurze Pause. Um ein bisschen nachzudenken, was wir hier tun können. Damit wir hier nicht alles unsicher machen müssen in der Aufzeichnung. Wie kommt man hier alle ohne ran? Ja gut. Ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine, worauf ich absolut nicht, was absolut nicht gedacht habe, was nicht für wahrscheinlich gehalten habe, auf die Spiegelungen hier habe ich gar nicht geachtet, darauf, dass sich im Wasser was reflektiert. Ich könnte das ja was bringen. Ja, sehr schön. So machen wir es. Die Muschel müssen wir mal mitnehmen. Brauchen wir eventuell drüben. So funktioniert, so klappt's. Ja, hat ein bisschen gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Die Spiegelung im Wasser. Da muss man erstmal drauf kommen. Die verkehrte Welt. Oh no. Nein, nein, hoch da. Oh, das ist es. Das. Und zack, na komm, sehr schön. Ah, und jetzt haben wir dort oben die Truhe. Hier den Schlüssel dazu. Alles klärchen. Alles klärchen, Papierchen. Die Muschel nehmen wir wieder mit. Das kann jetzt ein Weilchen dauern, bis wir das darüber geschafft haben. Vielleicht geht es auch ohne Muschel. Unwahrscheinlich, aber man könnte es ja mal versuchen. Oh doch, es geht. Problemlos. Müssen wir den Muschel nicht mit rumschleppen. Grandios. Öffnen wir die Kiste. Und weiter geht die Reise, so wie ich denke. Ich denke ja, jetzt haben wir ja, jetzt haben wir das. Ah, stimmt, da durchqueren wir den Nebel. Die Illusion ist überstanden. Da waren wir ein bisschen von Pilzspuren. Hi. The lighthouse that once brought travelers home, trade to these islands. Dann kommen wir zur nächsten Insel. Now stand still.
2 Berge an. Teil 2 Die Inseln Loisa. Und wann lernen wir unseren kleinen Kumpel kennen? Den. Das Tier, was da an Bord war. Das wäre bestimmt was Cooles. Den kennenzulernen. Das ist ja wohl scheinbar noch immer noch an Bord. Der wird das Boot hier nicht verlassen haben. Okay. Jetzt 2 Lufträder, ja, bringen beide wieder zum Laufen und dann die Luft endet. Sehr schön. 2 Luftreiniger. Oh, ein Wald. Mo verirrte sich im Wald. Da war eine Erinnerung. Sehr schön. Before she left, the lightkeeper's wife loved to paint. Mo always admired her skill. Her things were left behind in haste, and he never touched them since. Lightkeeper ist auch so ein viel schönerer Begriff als Leuchtturmwärter. Das ist Lightkeeper, finde ich wirklich besser. Eine Dose voller Asche und Zigarettenstummel. Lightkeeper. Mein Punkt ist die englische Sprache. Wirklich genial. Lightkeeper. Nicht schlecht. Also Keeper übersetzt heißt so viel wie also Schützer. So der Beschützer. In dem Kontext zumindest, würde ich sagen. The Lightkeeper was always on duty, saving sailors from the sharp rocks surrounding these islands. But since the Great Exodus, he has been drowning, touching glasses with whatever phantoms are left at that watering hole. Der Beschützer des Lichts, wenn man so will. Lightkeeper. Light, das Licht. Keeper, der Schützer oder der Beschützer. Ein Schloss. Hat es durch eine Vorhänge Schloss. Schlossdings. Kriegen kann ich auch nicht mehr. Oh, ein Fahrstuhl. Den können wir gebrauchen. Muss rein hier und herunterfahren. Und runter auf den Boden. Ach, die zum Rufen des Fahrstuhls. Interessant. So, schauen wir mal hier nach. Ob wir einen Lufterfrischer finden. Strom, der aus dem unterirdischen Gänge abgezweigt wird. Okay. Runter hier. Sanddornbeerwein aus der Kälterei ihres Onkels. Okay. Die eingemachten Gurken waren bei Besuchern sehr beliebt. Und ein weiterer Fahrstuhl. Hübsch sehen die aus, die Fahrstühle.
Ah ja, stimmt. Zum Rufen des Fahrstuhls. Oh, eine Ziehharmonika. Oder auch Akkordeon genannt. Sehr schön. Und eine. Ja, ein Trompetendings. Bücher über Musikgeschichte fremder Länder. Okay. Geht's hier rein? Oha. Ein Bewohner. She remembers playing with his son. How they would swim between the rocks. How his wife would bring them inside. Ist aber größer als sie. And warm him up with a bowl of soup and her smile. More wonders if he remembers too. Ist das der Sohn? Sohnemann. Only a ghostly murmur from under his mask and a ghastly stench. A key ist da. Glimmering in his satchel. Aha. Okay. Aber mit dem Sohn reden ist auch nicht. Na dann. Ich habe so schon so einen Plan, wofür wir den Schlüssel brauchen können. Da haben wir ja, glaube ich, verschlossene Ketten schon gesehen. Na dann. Ich glaube, hier war es hier mal zurück. Dank. So, ups, die ups. Hier mal hoch. Oder auch nicht. Vielleicht hier hoch. Hochspannungsmasten vorbei. Da kommt man durch. Da kommt man nicht durch, aber mit dem Schlüssel können wir da jetzt durch. Ich meine mich zu erinnern, dass da drüben was war. Ah ja, hier. Das Rädchen. Jetzt können wir da drehen. Dreh dich, Rädchen. Und durch dafür. Aha. Da müssen wir also hin. Ich dachte, das wäre schon der erste Lufterfrischer. Das sah ein bisschen so aus. Und nicht ganz. Aber die spielt ein paar Demos. Und rein hier.